Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kommen wir jetzt zu einem Update, das wir relativ schnell hinter uns bringen können. Arrow Video hat den Terry Gilliam-Film 12 Monkeys schon vor einiger Zeit auf Blu-ray veröffentlicht und hat dabei aber jetzt ein 4K UHD-Upgrade veröffentlicht. Das Artwork ist genau dasselbe, die Ausstattung ist genau dieselbe. Das Einzige, was anderes ist, ist nur, dass diese andere Wappen. Ja, ich glaube, ich kann es einfach nicht. Was Jim Carrey damals als Ace Ventura vollbracht hat, ist ja tatsächlich bis heute eine der großen komödiantischen Meisterwerke der Filmgeschichte. Meiner Meinung nach. Aber das, was ich jetzt hier gerade versucht habe, irgendwie ansatzweise Micro Machines mäßig in die Kamera zu rotzen, das ist aber tatsächlich wahr. Arrow Video hat jetzt mit dem Film 12 Monkeys mit Bruce Willis und Brad Pitt hier ein weiteres 4K-Upgrade veröffentlicht und hat dabei allerdings, so wie es bei ihnen üblich ist und wie sie es eben zum Beispiel bereits schon bei Django, bei Robocop und ich glaube auch dem ein oder anderen Titel schon gemacht haben, auch wieder auf genau das gleiche zurückgegriffen, das sie damals bereits gemacht haben. Und weil ich die alte Version in meiner Sammlung habe, denke ich mir, wir können das Ganze relativ einfach vergleichen und ich spaß euch dieselben schlechten Witze wie im damaligen Unboxing zu machen. Da würde ich einfach empfehlen, mein altes Blu-ray-Unboxing von diesem Titel noch einmal anzuschauen. Wir haben in dem Fall natürlich das geänderte BBFC-Freigabezeichen auf dem Schuber und auf dem Case. Das ist etwas, das sich zwischendurch geändert hat. Was ich recht interessant finde, ist, dass sich zwar natürlich die Bestellnummer auf dem Spine geändert hat, dass aber das Einzige ist, dass man damals lustigerweise diese Auslassung hier auf der anderen Seite vom Schuber hatte. Interessanterweise hat mir mittlerweile ein Zuschauer gesagt, dass diese Auslassungen in England und Amerika dazu gemacht werden, dass man in den Kaufhäusern irgendwelche Diebstahlsicherungen einführen kann. Also ganz ehrlich, ich finde, diese Diebstahlsicherungen können sie sich selber einführen. Jetzt bei der neuen 4K UHD-Version haben wir natürlich einen durchgehenden Spine, also quasi auch eine durchgehende andere Seite auf dem Schuber. Auch hier schaut das gesamte Backcover hier relativ identisch aus zum damaligen. Es wurde eben nur der Special Edition Teil ein bisschen überarbeitet, um eben die Unterschiede von der 4K-Fassung zu beleuchten. Man hat damals schon für die Blu-ray-Auflage von Arrow Video übrigens auf einen neuen 4K-Scan zurückgegriffen. Der wurde von Arrow Video selbst durchgeführt und sogar von Regisseur Terry Gilliam überwacht. Die goldene Frage ist, ob sich vielleicht irgendein deutsches Label mal die Rechte daran sichern kann. Spoiler-Alarm, Arrow-Lizenzen sind verdammt teuer und uns diesen Film eben bei uns auch in 4K servieren möchte. Gary Pullin hat das Artwork gezeichnet, das eben hier auf dem Frontcover zu sehen ist. Wir bekommen dann hier auch dieses Mal die UHD, die, wenn wir das jetzt einmal vergleichen, glaube ich auch genau dasselbe Design aufweist wie damals bereits die Standard Blu-ray. Und obwohl es sich um ein schwarzes Case handelt, gibt es auch dieses Mal ein alternatives Wendecover mit eben demselben weißen Motiv, das wir damals verwendet haben. Auch das Booklet hier mit dem Gesicht von Brad Pitt vorne drauf ist absolut identisch. Und es tritt mehr oder weniger mit Veröffentlichungen wie dieser genau das ein, was ich schon seit Ewigkeiten befürchtet habe, dass es keine gute Idee ist, einfach Blu-rays von neuen 4K-Abtastungen zu machen. Weil irgendwann einmal wird man dann doppelt zur Kasse gebeten, weil dann irgendwann einmal halt auch die UHD von dieser neuen Abtastung folgen wird und dass das wahrscheinlich in relativ kurzen Zeitabschnitten erfolgen wird, sicherlich wesentlich flotter als der Umstieg von DVD auf Blu-ray oder eben von einer normalen Blu-ray-Veröffentlichung auf die 4K erfolgen wird. Dazu blättern wir eben an der Stelle noch einmal ganz schnell durch das Booklet, aber unterm Strich bleibt natürlich, dass für diejenigen, die den Film 12 Monkeys mögen und aus welchem Grund auch immer die alte Arrow-Video-Auswertung noch nicht gekauft haben, vielleicht weil sie auf ein deutsches Pendant gewartet haben oder eben auf eine 4K-Veröffentlichung, die sollten jetzt hier definitiv dann einmal zuschlagen. Ich bin schon sehr gespannt, mir den Film in nativen 4K anzuschauen, aber von der Ausstattung der Edition her ist es natürlich ein schönes Set, eine gut gemachte Veröffentlichung, aber dann doch auch ein bisschen, well, copy and paste, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen.